ihr euch im Auto schon mal Gedanken über den Luftwiderstand gemacht? Wahrscheinlich nicht. Macht mal auf dem Fahrrad. Da spürt man den Gegenwind. Da muss man dagegen leisten. Die Zunge hängt auf dem Boden. Hier im Auto ist man abgekapselt. Aber gerade beim Auto ist der Luftwiderstand eine extrem dominierende Komponente. Außerhalb der Stadt sogar die wichtigste Fahrwiderstandkomponente. Und wenn wir jetzt hier mal ein Schiebedach aufmachen, und wir fahren noch gar nicht so schnell, und dann spüren wir auch, wenn wir die Hand raushalten, oh, das ist eine ordentliche Kraft. Und wir hören auch so ein bisschen, da pfeift der Wind. Aber wie entsteht denn dieser Luftwiderstand? Und vor allem, was ist dieser ominöse CW-Wert? Das erarbeiten wir uns jetzt. Dafür haben wir unter anderem hier die Windwand des Grauens. Das ist eine plane Fläche. Und mal ganz ehrlich, wenn unsere Autos von vorne so aussehen, hätten sie nicht nur ein Designproblem, sondern auch ein Verbrauchsproblem. Denn auf dieser planen Fläche, da lastet der komplette volle Winddruck eben wie auf einem Bauernschrank. Nirgendwo gibt es eine Stelle, die irgendwie aerodynamischer geformt ist. Und damit ergibt sich auch ungefähr ein CW-Wert von 1, weil die komplette Fläche, so wie sie ist, gegen den Wind wirkt. Die Aufgabe des Designers, des Aerodynamikers, ist nun, eine Form zu schaffen, die dem Wind bei gleicher Querschnittsfläche weniger Widerstand entgegenbringt. Wie sieht das aus? Das schauen wir uns jetzt im Automotor und Sport Windkanal an. Der besteht aus zwei Müslischüsseln, einem Föhn und einer Küchenwaage. Und dann gucken wir uns erstmal an, wie unsere Waage so aerodynamisch geformt ist. Die ist genauso plan wie unsere Windwand des Grauens. Wir schalten den Föhn an und dann sehen wir, aha, 48 Gramm lasten hier als Winddruck drauf. Jetzt gucken wir, ob wir mit dieser Schüssel hier, nicht ganz halbkugelförmig, aber doch etwas besser geformt, den Winddruck kleiner machen können. Dafür müssen wir wieder tarieren, weil das Gewicht der Schüssel interessiert uns ja nicht sonderlich, sondern nur der Winddruck. Und wir stellen fest, wo wir sind, 22 Gramm. Aha, das heißt, diese Schüssel hat schon ein bisschen mehr als die Hälfte des Winddrucks heruntergenommen. So Pi mal Daumen können wir jetzt sagen, dass die Schüssel hier einen CW-Wert hat, na, der so im Bereich von 0,5 liegt, weil er eben die Hälfte des Winddrucks nimmt. Und wenn wir unsere heutigen Autos sehen, dann wissen wir, 0,3 oder drunter sind gute Werte. Hier haben wir einen typischen Rennwagen. Und da haben wir natürlich eine ganz komplexe Form. Ich habe hier vorne Kühllufteinlässe, die wirken ja wie ein Segel. Beim Segel, 63 Gramm, habe ich sogar einen höheren Winddruck auf die gleiche Fläche. Will ich ja bei einem Segel auch haben. Was haben wir hier bei dem Porsche noch? Wir haben einen relativ planen Unterboden, jetzt hier, der ist aerodynamisch günstig. Aber wir haben natürlich hier einen Flügel, der ist aerodynamisch nicht so toll. Wir haben hier die Außenspiegel. Also viele Punkte, wo der Wind entsprechend angreifen kann. Und jetzt habe ich euch mal zwei echte Autos hingestellt, damit wir die ganzen Verhältnisse beim Luftwiderstand mal in Realität betrachten können. Auf der einen Seite Mazda CX-5 steht für SUV und auf der anderen Seite Mercedes A-Klasse quasi für die Kompaktklasse. Der CX-5 hat einen CW-Wert von 0,33. Die A-Klasse in der AMG-Ausführung einen von 0,35. Muss man deutlich unterscheiden von der zivilen Variante, die hat viel weniger. Hier ist halt ordentlich Spoilerwerk dran. So, heißt das jetzt, dass die A-Klasse mehr Luftwiderstand hat als der CX-5? Nein, dafür fehlt uns noch eine Komponente und eine Formel. Und ich verspreche, das ist die einzige und letzte Formel heute. Den CW-Wert, den kennen wir. Wir brauchen noch A, die Querschnittsfläche der Autos. Und wie ermittle ich die? Wir gucken uns die Autos mal an und stellen uns vor, wir würden ein Foto gegen die Sonne machen, sodass wir quasi die Autos nur schwarz sehen und die Silhouette. Und dann haben wir die Querschnittsfläche. So wird es auch wirklich ermittelt. Bei Mazda habe ich eine Querschnittsfläche von 2,6 Quadratmeter. Bei der A-Klasse sind es ungefähr 2,2 Quadratmeter. Multipliziere ich das Ganze, CW mal A, habe ich hier folgenden Wert und hier diesen Wert. Das heißt, die A-Klasse hat weniger Luftwiderstand als der Mazda, obwohl sie einen schlechteren Luftwiderstandsindex hat. Das für die Zukunft, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Und wie das Ganze dann mit Energie und Leistung zu tun hat, das klären wir ein anderes Mal.